Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Gustav Freitag, Altdeutsche Kampfspiele. Ungeduldig rüsteten die Jungen auf dem Rasengrund vor dem Hofe des Fürsten die Bahn zu kriegerischem Spiel. Die Knaben des Dorfes begannen den Kampf, damit auch sie das Lob der Krieger erwürben. Sie rannten nach dem Ziel, sprangen über ein Ross und schossen mit dem Rohrpfeil nach der Stange. Bald aber ergriff der Eifer die Jünglinge. Sie warfen Speere, sie schleuderten den schweren Felsstein und sprangen ihm nach. Und als Theodulf in mächtigem Schwunge den schwersten Stein geworfen und den weitesten Sprung getan, klaffte er weit über die anderen hinaus, da erscholl lautes Jauchzen bis zur Halle. Und die Alten und Weisen des Volkes hielt es nicht länger auf ihren Sitzen, auch sie eilten zur Schau auf den Rasen. Groß wurde der Ring der Zuschauer. Die Weiber des Dorfes standen in ihrem Festschmuck, gesondert die Männer, und im Umkreis klang immer lauter der Zuruf und das Lob der Sieger.